herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge First Dates. Mein Name ist Sedo. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Köln. Kleiner Steckbrief von meiner Seite aus. Und ich gucke mir diese First Date Sachen gerne an. Und das gemeinsam mit euch, mit euren Kommentaren hier unter diesem Video. Teilweise echt sehr witzig, was hierbei rumkommt. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, liebe Freunde, fühlt euch bitte wie zu Hause. Ja, ganz wichtig. Macht die Füße auf den Tisch heute, Ausnahme. Holt euch was Leckeres zu essen, was Leckeres zu trinken. Lehnt euch zurück, macht euch einfach gemütlich. Ganz, ganz wichtiges Ding hier an der Stelle. Natürlich gehen wie immer Shoutouts raus an meine Freunde von RTL Plus. Den Link zu RTL Plus findet ihr in der Videobeschreibung. Ich reagiere immer nur auf Schnipsel des Ganzen. Ich reagiere nie auf die ganze Folge. Falls ihr die kompletten Folgen sehen wollt, könnt ihr das in der RTL Plus Online-Mediathek. Und da findet ihr auch alles andere. Are you the one? Was weiß ich, was das alles so gibt da draußen. Ne? Wir schnackeln, fackeln nicht lange um den heißen Brei. Fangen wir an mit der. Irgendwie ist das eigentlich irgendwie nicht so werbefreundlich, wenn ich immer auf Schießerei gehe, ne? Naja, aber der Dennis hat das letzte Mal so geil bearbeitet. Ich dachte mir, kann man jetzt öfter bringen, ne? Props. Shoutouts an Dennis. Gebt mal dem Dennis in den Kommentaren ein bisschen hier ein paar Props. Der hat das auch verdient, der Junge. Der gibt sich hier echt dumm Mühe und in letzter Zeit feiere ich den Schnitt wirklich geisteskrank. Müsst ihr auch echt... Müsst ihr mal kurz Feedback zum Schnitt sagen. Für alle, die jetzt dachten, ich schneide meine Videos. Nee! Das macht der Dennis. Ich weiß nicht, ob der Dennis Bock hat, hier so ein kurzes Video oder Bild von sich einzublenden. Wir gehen rein ins Video. Let's go. Also, das ist so das, was ich kann, ja. Alle Achtung. Ich kann auch ein bisschen beatboxen, diese. Ah, jetzt ist zu viel Druck gerade. Wartet kurz. Nee, ich mach's nicht. Ich mach's nicht, weil es ist sonst jetzt cringe, wenn ich es jetzt mache. Aber ich kann so diese Low-Key auf den so. Aber ich mach's nicht. Wen haben wir da? Ich bin der Jury. Ich bin hier, weil... Okay. Ich bin hier, weil ich Tinder keine Chance mehr geben möchte. Tschüss. Ich habe keine bestimmte Vorstellung über das Aussehen meines Dates. Ich bin mehr darauf... Bro, er ist am Kleben. Der sucht sich seine Wörter schon seit 3 Jahren. Der ist auf Weltreise und sucht die einzelnen Wörter, die er jetzt sagen will. Aber man muss sagen, Jerry, sehr stabiler Name. Noch nie gehört? Klingt ja, klingt wie eine Praline, Digga. Mon Jerry. Ein Praline zum Verlieben. Aus, dass die Person kommunikativ ist und sympathisch, auf jeden Fall. Das sind so meine Maßstäbe, sag ich mal. Na dann schauen wir mal, was wird. Hallo. Salut, Roland. Salut. Hi. Salut. Mhm. Jerry, mein Name. Jerry Ja. Jerry ist mein voller Name. Und Jerry ist mein Spitzname. Okay, Jerry Ja. Was machst du? Beruflich oder? Ja. Genau. Also, ich bin noch Student. Ja. Mache gerade meinen Master in Dokumentarfilm. Und Tschüss. Ansonsten bin ich. Er macht diese ARD-Reportationen über Leute, die. Flugzeugfilie haben und so, die so auf Flugzeuge stehen. Kennt ihr diese Reportagen? Das filmt Jerry einfach am Ende des Tages, ne? Beruflich als Presenter für ein Nachrichtenformat für junge Menschen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Ja. So, wen haben wir da jetzt? Hi, ich bin die Nina, ich bin 29, ich wohne im schönen Gießen und ich bin beruflich Schuhfachverkäuferin im Einzelhandel. Bei Deichmann. Da, wo die Schuhe atmen. Nina, also die sieht doch kommunikativ aus, oder? Sie sieht doch sympathisch aus. Sie und Jerry könnten doch... Das könnte ein Match sein. Ja, also ich liebe meinen Job sehr. Es ist immer was los, lustige Geschichten. Ich liebe Schuhe. Ich finde es toll, immer so die Sachen auch zu kombinieren oder die Kunden, die dann reinkommen und Beratung wollen. Einfach mal die Kunden kombinieren auf Lock. Also sie und sie, also weiß ich ja nicht, aber sie könnten sich zusammen bei First Dates anmelden. Der auch quasi der Einzelhandel ausmacht. Ja, Rabatt gibt's natürlich auch für mich. Also, Jackpot, würde ich mal sagen. Einfach schnapp gemacht. Bei einem Charakter ist mir super wichtig, dass man lustig ist, dass man ehrlich ist und auch kommunizieren kann. Und ja, auch einfach eine offene Art hat. Und auch irgendwie so auf das Gegenüber so eingehen kann. Ich wusste gerade nicht, ob ich hier zu früh in der Situation bin. Da war ich ein bisschen überfordert, einfach stand da so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Du hast viel zu erzählen. Ich hoffe doch. Ich finde nur, du solltest es nicht mir erzählen, sondern der Dame hinter dir. Oh, hi. Hi, ich bin Nina. Hi, Jerry, komm. Hi.
Janina. Nina. Nina. Ganz normal, ja. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Aber dann hat er sich ja umgedreht und mega sympathisch. Der ist ja total offen. Die, also vom ersten Gefühl her. Ja, doch. Das ist was. Das könnte passen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es niemand ist, der so verschlossen ist. Dann hat sie auch gelächelt und das war auf jeden Fall so eine positive Zustimmung, dass sie sich auch darauf freut. Erstmal das für dich. Ja. Er hat ja nicht gesehen, wie sie ihn vorher angeschaut hat. Sie war ja voll judgy so am Gucken so. Aber gut, sie hat auch gemeint, sie war so überfordert mit der Situation mäßig, dass sie nicht wusste, ob sie jetzt zu früh gekommen ist auf den. Zu früh im Restaurant angekommen ist. Auf den. Ich hab nix. Alles gut, alles okay. Gut. Das ist meine Lieblingssüßigkeit. Geil, freue ich mich. Und ich dachte mir, vielleicht gefällt es dir auch. Ja, schau es gleich an. Ja, super. Okay. Hi. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gehen wir in die Bar? Ja. Ja. Machen wir. Wie süß mit seiner Süßigkeit. Also, als ich ihr das Geschenk gegeben habe, ich fühlte mich so ein bisschen unbeholfen, weil ich ja so da. Und ich dachte mir so, das kannst du eigentlich auch geben, wenn ihr sitzt, so erstmal angekommen seid. Und ich war dann direkt so, okay. Ich nehme Casablanca. Casablanca? Ja. Würde ich auch nehmen. Ja? Ja? Cool. Ja, erzähl mal, wie kommst du denn, dass du hier? Ich weiß nicht. Also keine Ahnung, Dating ist wild auf jeden Fall. Dating ist wild? Würde ich mal sagen. Erzähl mal, was ist denn wild? Tinder nee. Oder? Ja, auch. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit lief es nicht so gut. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm. Yeah. Leute, diese Tinder-Systeme, ne? Ich habe das noch nie gefühlt. Ich habe das mal so ein paar Monate durchgezogen in meiner wilden Phase, sag ich jetzt mal. Aber es ist so kompliziert. Also man findet doch niemals... Also warte kurz, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe auch schon gehört, dass sich Leute über Tinder gefunden haben und schon ewig zusammen sind. Aber man findet da doch nicht diesen Perfect Match. Oder? Ich finde Dating-Apps kompliziert, aber vielleicht könnt ihr mich vom Gegenteil überzeugen. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Bei mir kommt ja noch dazu, dass wenn ich mich auf dieser App nicht verifiziere, das klingt jetzt ein bisschen krass, als wäre ich krass, aber dann denken Leute, also dann kriege ich ganz oft von Zuschauern das Profil zugeschickt und die sagen dann so, da ist ein Fake-Profil von dir auf Tinder und ich so, ja, ja, ist fake. Und dann wird das irgendwie nach 2-3 Wochen meistens gesperrt, weil zu viele Leute das melden, als da werden Bilder von einer anderen Person genommen. Also eigentlich ist bei mir eher dieses Sad Life, warum ich diese Dating-Apps nicht mache. Ja, und dann dachte ich so, ich habe mal Bock auf was anderes und ich finde es ganz cool, dass ich jetzt hier einfach so, ich weiß nicht, was mich erwartet hat, weißt du so. Ja, er ist voll so Dings überdramatisch so. Ja, nein, erzähl, was? Nee, gibt's doch nicht. Ich hab ein paar Sachen angegeben, deswegen dachte ich, das ist jetzt meine Erfahrung. Also ich bin happy als Single auch. Ja. Mir geht's gut, aber ich dachte so, kann man ja mal gucken. Ich hab ehrlich gedacht, ich komm ja rein, du sitzt hier schon. Ja, ich dachte auch, dass du schon sitzt, aber irgendwie, du warst gerade so überfordert und stand da so rum. Ich war am Anfang sehr nervös tatsächlich. Und das hat sich dann, glaube ich, sehr schnell alles zerlegt und sehr entspannt geworden. Und wir haben auch da den Groove gefunden. Dankeschön. Zweimal Casablanca. Dankeschön, vielen Dank. Boah, der Casablanca sieht dumm nach Tomatensaft aus, ne? Da bin ich echt, was ist denn in einem Casablanca drin? Noch nie gehört sogar, das Getränk. Nicht so aufgeregt wie wir. Ich mach's jetzt auch. Neugierig. Ihr stresst mich. Du machst ein Auge hier, dann nicht. Ja, schauen wir mal. Yeah. Oh, geil. Amerikanische Süßigkeit ist das. Ja, cool. Ich habe Süßigkeiten bekommen, habe ich mich natürlich gefreut. Süßigkeiten sind immer gut. Ich. Willst du es anschauen? Ja. Die sind geil. Die sind, ja. Ja, aber darf ich sie probieren auch? Ja. ich fand es super süß einfach. Das ist ja seine Lieblingssüßigkeit. Und dann hat sie es aufgemacht. Es war natürlich schön, dass dann alle probiert haben. Das hat dann die Stimmung so ein bisschen aufgelockert. Ansonsten, was machst du so freizeitmäßig? Ich bin gerne draußen. Ich habe einen Garten. Mhm. Ach, du machst dann Gartenarbeit tatsächlich? Ja, also anbauen läuft nicht so gut. Das ist jetzt bald, wenn die neuen Regularien durch sind. Wann soll das sein? 1. April? Ja, noch 4. März, April. Dann werden viele Leute, glaube ich, anbauen, ne? Aber nein zu Drogen. Ich meine das ernst. Ich nehme keine Drogen. Das möchte ich immer wieder und das betone ich mit Herz und mit Stolz. Und sehr gerne. Obwohl Alkohol auch eine Droge ist. So, aber Drogen und ich. Nein. Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Kennt ihr das noch? Dein Niveau, mein Niveau, Difference. So, talk to my hand.
Komm, Nase, wir gehen. Digga, das haben wir in der Grundschule gekickt, ne? Das war krass. Was heißt, läuft nicht so gut? Nee, da sind halt überall Hasen. Die haben wir alles die letzten Jahre weggefressen, also ich hab's jetzt gelassen. Genau, so das mache ich. Ansonsten, ich bin halt, ich wohne in der WG, bin immer so am Dekorieren. Wie und groß? So. Vierer WG. Vierer WG, okay. Ich finde, ihr Blick ist sehr anziehend, wie sie einen anschaut. Und sie hat eine sehr angenehme Stimme. Ich muss noch kurz was zu WG sagen, ne? Wenn ich ein Mädchen kennenlerne, die in einer großen WG wohnt, dann ist das für mich immer erstmal so ein bisschen abschreckend. Ich sag ehrlich, ich finde es vom Vibe her immer voll cool, aber ich würde niemals dahin gehen. Zumindest in der Anfangszeit nicht. Weil ich finde es immer so ein bisschen so, oh, jeder kriegt mit, wen du mit in diese WG nimmst. So jeder weiß, was beim anderen abgeht. Das ist immer sehr kompliziert. Ich habe ja auch mal in einer... Eins, zwei... Doch, es war auch eine Vierer-WG. Zwei von den Leuten waren zusammen. Die hatten zusammen das größte Zimmer. Und dann noch ich und noch ein Mädel. Das war auch eine Vierer-WG. Und das Ding ist halt, jeder weiß immer, was beim anderen gerade geht. Also man kriegt ja alles, wirklich alles mit. Und das ist so, da muss man schon Bock drauf haben. Jetzt haben wir hier so ein Knabberzeug. Was heißt, du machst Gartenarbeit gerne? Ja, oder halt, ich weiß, ich finde es immer so schwierig. So was sagt man über sich selbst, so was macht man gerne? Halt so, ich chill auch gerne, ich liebe zu Hause zu sein. Bin aber auch, also ich gehe gerne essen, so Sachen halt, weißt du? So normal halt, würde ich sagen. Ich habe jetzt nichts Außergewöhnliches, was ich mache. Ich bin ganz normal. Der Jerry ist echt Endboss im Zuhören, ne? Der kann dieses Zuhören mit die ganze Zeit so... So mäßig, Bro, wir haben verstanden, du hörst zu. Wir haben es verstanden. Ja, ich find's krass. Es ist krass auffällig. Krass auffällig, Cherie. Aber du bist ein guter Zuhörer, das merkt man schon. Du kannst diese Gespräche durchziehen, ne? Auch auf lange Sicht. Diese langfristige Deep Talk kriegst du hin. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft. Hast du Sport zum Beispiel? Gar nicht? Ab und an joggen. Ab und an. Was heißt ab und an? Vor allem Bock hab. Beim Vorsatz im Jahr. Ich vielleicht so zweimal im Monat. Zweimal im Monat, okay. Ich bin nicht so. Ich bin auch nicht so der Sportliche. Ich bin da nicht so motiviert manchmal. Ja, voll. Ich versuche jetzt so Yoga zu machen, aber das läuft gerade auch nicht so gut. Also ja, ich mache es immer so, wenn ich Schmerzen habe. Ich habe so Rückenschmerzen. Man wird ja älter. Ich bin jetzt kein Athlet und ich glaube, wenn sie dann sehr, sehr, sehr sportlich wäre, dann hätte ich auf jeden Fall den Kürzeren gezogen. So war das halt optimal eigentlich. Wir haben uns ja gut verstanden. Er hat über meine Witze gelacht, da bin ich immer sehr happy. Ja, es war ja sehr harmonisch. Ich habe jetzt gerade wirklich eine halbe Stunde meine Haare gerichtet. Aber gut, es war ja jetzt eh nichts Spannendes bei den beiden. Also es hat mich jetzt nicht überrascht. Meanwhile... Lasst es euch gut schmecken. Yeah, ja, guten Appetit. Guten Appetit, danke schön. Was ist dir so wichtig bei einer Person? Also, dass jeder sein eigenes Ding noch macht. Mhm. Weil, also ich will auch meinen Partner nicht jeden Tag sehen. Also, nee, also nicht böse gemeint, aber... Also, weißt du, was ich meine? Ich brauche mein eigenes Leben. Ja, ja, und es ist ja mir auch voll wichtig, dass man so... Also, jeder hat sein Leben, aber man hat so ein Leben zusammen auch. Mhm. Ja, so Freiraum auch einfach. Ja, ja. Als sie das gesagt hat, war ich, habe ich erst mal lachen müssen, weil ich es wortwörtlich genommen habe. Und dann, als sie das aufgeklärt hatte, habe ich es nachvollzogen, weil jeder noch sein Ding macht. Das ist ein sehr guter Punkt, den sie angesprochen hat. Ich sage ehrlich, ich bin voll auf ihrer Seite, weil dieses, man sieht sich jeden Tag, man wird so dieses Geisteskranke abhängig voneinander. Man kann gar nicht mehr ohne die andere Person. Beispielsweise die andere Person muss dann irgendwann mal beruflich einen Tag weg und man dreht durch, weil die so das... Oh, hold on, mach halblang. Das ist ein bisschen zu viel. Und so ist alles cool. Die zwei sind super zusammen. Die lachen so viel. Voll, aber von Sekunde eins. Er lacht viel, er lacht Spaß, viel. Dazu zu schauen. Ja. Aber ich weiß, was fehlt. Musik fehlt. Ich weiß nicht. Bist du so einer, der immer Musik um sich rum hat? Ich bin einer, der tatsächlich immer so White Noise um sich hat. So. Was heißt White Noise? So ein Rauschen quasi. Echt? Ja, ja, ja. Also irgendwie Fernseher. Echt? Ich entspanne mich zum Beispiel bei Trap Metal. Okay. Also. Ist auch mild. Ja. White Noise ist, wenn im Hintergrund quasi Geräusche einfach laufen, sei es der Fernseher, man ist beim Arbeiten oder Musik quasi. Ihr könnt mal bei YouTube White Noise eingeben. Das ist so...
So, es kann Meeresrauschen sein, es kann Windböen sein, es kann alles sein und ich checke das. Ich kenne das auch noch nicht so lange, ich kenne das auch erst seit einem halben Jahr oder so. Ich checke das, weil viele Leute benutzen das zum Einschlafen und so. Und das ist schon ein cooles Feature so, aber ich weiß nicht, ob man das als Mensch so braucht, auf Ernst angelehnt. So. Ich kann das hören und kann trotzdem nebenbei konzentriert arbeiten. Krass. Mit voller Lautstärke in den Ohren. Ich glaube, ich bin eher introvertiert und er ist halt super extrovertiert. Und als er zum Beispiel gesagt hat, das ist ja auch voll okay, dass er die ganze Zeit so Hintergrundgeräusche braucht, das würde mich wahnsinnig machen. Das wäre für mich Katastrophe. Ich liebe Ruhe. Ich glaube, die haben eine richtig gute Zeit hier und genießen das total, dass sie sich hier heute kennenlernen. Und total. Es macht halt auch so Freude, ne, denen zuzugucken. Ja, die sind halt einfach total so entspannt und harmonisch. Ja, und so eine Ausstrahlung zusammen, ne? Ist richtig cool. Ja, richtig erfrischend. Ja, richtig gut. Schöne Ringe hast du. Dankeschön. Die Fingernägel schön gemacht. Danke. Hier ist deine Lieblingsfarbe. Ja, ich mag das gerne. Das war das beste Kompliment, was er hätte machen können. Ist mir vorhin auch schon aufgefallen, die Fingernägel. Wenn du auf solche Details achtest als Typ, du hast gewonnen. Der Bree hat gewonnen. Richtig gut abgestimmt. Na klar. Alles krass. Der Füße auch. Oh. Für alle Fußfetische. Ihre Nägel sind mir aufgefallen, weil die Farbe zu den Ringen abgestimmt war und dann hat sie mir noch ihre Füße gezeigt und die waren auch farblich abgestimmt, von daher, es war sehr schön. Türkis liebe ich, glaube ich, mich jetzt letzte Woche, glaube ich, für entschieden. Ja, und fand ich ein sehr schönes Kompliment. Passt auch sehr geil zu ihrer Augenfarbe so vom Ding her, ne? Also es ist jetzt nicht genau das Gleiche so, ne? Aber es passt cool. Ich finde, es passt allgemein zu ihren Händen. Es passt einfach. Also nicht umsonst gemacht. Ich würde sagen, wir teilen, oder? Was? Wir teilen, oder? Sicher? Wie sicher? Okay. Soll ich unsicher sein? Ja. Soll ich dir so aufmachen? Starke Antwort von ihm, aber. Ich habe auch recht, was zu geben. Okay, danke schön. Ich fand die Stimmung zwischen dem Date war die ganze Zeit gut, auf jeden Fall. Also wir hörten beide uns was zu erzählen. Wir haben gelacht. Wir haben auch so aufeinander, also wir haben ein gutes Gespräch geführt, immer aufeinander eingegangen. Ich habe trotzdem das Gefühl, sie schießt ihn in den Wind. Ich kann es gar nicht einschätzen. Aber die hat kein einziges Mal gesagt, so dass sie ihn so gut findet, so auf den, wisst ihr? Fand ich sehr gut, ja. Die Stimmung war sehr gelassen. Ich habe das Gefühl, wir beide könnten mit mehr Zeit über alles reden, tatsächlich, über jegliche Themen. Wir haben uns den Ball in den Berg geworfen. Und daher, ja, bin ich da auch sehr überrascht, wie simpel und gut das eigentlich war. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das wird hier. Tschüss. Ihr wart sehr angenehme Gäste. Dankeschön. Danke, dass ihr hier wart. Du bist ein sehr angenehmer Ober, ne? Ja, Ober. Hast du Opa gesagt? Ich bin auch ein sehr angenehmer Opa. Nee, ich bin bei dir. Super angenehmer Opa. Also ich bin eher ein Opa als ein Ober. Okay, das stimmt. Opa. Sehr angenehmer Opa, wie ich sage. Okay, ciao. Tschüss. Wie nennt man das denn? Was ist denn er? Er ist der... Ist er der Geschäftsführer? Mäßig? Was ist denn Roland? Table Manager. Ein Ober. Boah, Ober ist ein krasses Wort. Das habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Hi. Jetzt bin ich mal gespannt. Doch, ja. So, wir würden jetzt gerne wissen, ob ihr ein zweites Date wollt. Willst du anfangen? Ja. Also ich hätte auf jeden Fall gerne ein zweites Date mit dir, weil ich eine sehr angenehme Harmonie zwischen uns fand. Und ich denke, mit mehr Zeit würden wir uns dann auch besser kennenlernen. Also mir geht's so, ich finde dich mega sympathisch. Mhm. Das mache ich auch ernst. Ich habe nur gemerkt, dass es bei gewissen Dingen nicht so passt, weil wir da unterschiedlich sind, was aber auch nicht schlimm ist. Ja. Aber ich glaube, deswegen würde ich nicht ein zweites Date wollen. Mhm. Aber ich fände es cool, wenn wir vielleicht zum freundschaftlichen Kontakt bleiben würden. Ja. Ja, ich hoffe, du nimmst das nicht für so auf. Nee, auf keinen Fall. Gut. Hat sie ja sehr süß verpackt. Sehr süß verpackt. Aber lass diese freundschaftliche weg, ja? Weil ich finde dich mega. Ja. Satz mit X. Schwips, 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 schwips. Das war wohl nix. Egal. Morgens ein neuer Tag, neues Glück, liebe Freunde. Morgen 14 Uhr könnt ihr hier wieder einschalten, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt hier eine First Dates Reaction für euch online. Und falls ihr das Ganze appreciaten wollt oder mögt, könnt ihr das gerne auch zeigen mit einem Daumen nach oben oder noch geiler, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir stehen echt relativ kurz vor den 200.000 Abonnenten und freut mich, dass die Familie so wächst, dass wir so groß werden hier. Wir Dating-Menschen. Und ich würde sagen,
Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, lasst krachen, passt auf euch auf und haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.